Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es war im Juli 2001, als zum ersten Mal eine SAP-Buchung stattfand, also ein Zeitpunkt, der jetzt nahezu 20 Jahre zurückliegt. In diesen 20 Jahren ist dem HCC in Hessen sehr, sehr viel passiert. Natürlich sind wir nicht nur Wegweiser in der Digitalisierung von Verwaltung, sondern auch immer vielseitiger geworden in unseren Dienstleistungsangeboten für 800 Dienststellen des Landes Hessen. Eine Entwicklung, die ich als Abgeordneter, aber jetzt zum zweiten Mal als Minister und jetzt auch als verantwortlicher Ressortminister mit großem Interesse verfolgt habe und weiter verfolge und immer gespannt bin, was denn so an neuen Leistungen und Anforderungen aus der Verwaltung an uns, an das HCC herangetragen wird. Ich will zunächst mal sagen, dass mein Eindruck ist, dass Sie nicht nur eine hervorragende Arbeit leisten, sondern auch Ausdruck für die Modernität der hessischen Landesverwaltung sind, auch im Bundesvergleich. HCC und all das, was wir dort machen, war schon häufig Vorreiter für das, was später in anderen Ländern oder gar auch im Bund passiert ist. Dafür stehen einige Auszeichnungen, die ich glaube nicht alle erwähnen kann, weil es regelmäßig Auszeichnungen, Zertifizierungen in höchsten Qualitätsstufen gibt. Und für all das, was Sie dort leisten, allen voran natürlich Martina Geißler, die die wesentliche Verantwortung seit einiger Zeit führt im HCC, möchte ich Ihnen sehr, sehr herzlich danken. Und nicht zuletzt möchte ich Ihnen danken, dass Sie gerade in den letzten Monaten dieser 20 Jahre, die Sie nunmehr auf dem Markt sind, also in der Corona-Pandemie Großartiges geleistet haben. Ohne das Engagement unzähliger Kolleginnen und Kollegen auch und gerade im HCC wäre es nicht möglich gewesen, dass ich jedenfalls zu denen gehöre, die heute sagen, die Verwaltung hat sehr, sehr ordentlich funktioniert. Die Politik hat fast alles, nicht alles richtig gemacht. Aber ich glaube, wir dürfen insgesamt stolz sein auf das, was in den letzten Monaten und Sie ganz besonders, was in den letzten 20 Jahren durch Ihre Leistung passiert ist. Und in diesen Dank schließe ich natürlich die aktuellen und aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch alle ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. Alles Gute, bleiben Sie gesund und auf bald. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des HCC, liebe Frau Geißler, gerne wäre ich mit Ihnen zusammengekommen zu einer ganz analogen Feier zu Ihrem großen Jubiläum, aber umso herzlicher kommt es heute digital. Herzlichen Glückwunsch zu 20 Jahre HCC. Wenn wir auf das Jahr 2001 mal schauen, dort kam die erste DVD auf den Markt. Es gab noch keine sozialen Netzwerke. 33% der Bürgerinnen und Bürger haben das Internet genutzt. Und Matthias Hawkes, der große Zukunftsforscher, hat in der FAZ gesagt, dass das Internet kein Massenphänomen werden wird. All diese Voraussetzungen, wenn man das überlegt, 20 Jahre zurück und wo wir heute sind, dann ist das HCC in den 20 Jahren ganz, ganz große Schritte gegangen im Rahmen der Digitalisierung und hat die Hessische Landesregierung mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in diesem Prozess tatkräftig unterstützt. Wenn ich an SAP denke, wo wir hier gemeinsam mit einem Weltkonzern Dinge entwickelt haben als Land Hessen in einer hervorragenden Art und Weise, wo das Land Hessen aber auch andere Dinge mit Ihnen gemeinsam in die Umsetzung gebracht hat, viele Dinge im Hintergrund modernisiert haben. Wir haben gerade vor kurzem über das ein vermeintlich einfaches Thema Paketdienste diskutiert, aber auch das Bild nach außen des Landes Hessen deutlich modernisiert hat, wenn ich an das Thema Personalgewinnung denke und Bewerbungsverfahren innerhalb der Landesverwaltung. Und ich wünsche mir, dass wir gemeinsam auch weiter in der Digitalisierung arbeiten. Der HCC ist auch für uns als Digitalministerium auch in der Strategie für die Zukunft der Digitalisierung ein ganz, ganz wichtiger Partner. Und wenn wir die letzten 20 Jahre sehen und uns vornehmen, dass wir die zukünftigen 20 Jahre auch so gemeinsam gestalten, dann haben wir viel vor. Und wir haben als Landesregierung einen ganz wichtigen Partner in Ihnen als HCC. Liebe Frau Geißler, ich persönlich darf mich herzlich bedanken bei Ihnen für die gute Zusammenarbeit mit Ihnen, Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und wenn wir weiterhin so gut zusammenarbeiten, werden wir noch viel erreichen. Alles Gute, Happy Birthday und feiern Sie schön.